Was ich damit sagen möchte ist, meine lieben Geschwister, ich habe große Furcht, schlecht zu denken. Wenn ein Gedanke in mein Herz reinkommt, der anfängt, andere zu verurteilen, andere zu richten, dann würde ich sagen, Herr Jesus, ich will das nicht, bitte, bitte hilf mir, dass dieser Gedanke kein Raum in mir gewinnt, ja? Weil ich genau weiß, das bedeutet ewige Verdammnis. Gott ist Liebe, ja, aber Gott hat auch heiligen Zorn. Und die Jünger wussten das ganz genau. Wir alle sagen immer, ja, ach, ich will doch Jesus begegnen. Und eigentlich wissen wir gar nicht, was wir da eigentlich sagen. Weil wir gar nicht wissen, wer Jesus ist. Wenn wir doch schon anhand der Schrift sehen, ja, wie die Könige gelebt haben, was für einen Respekt man denen entgegengebracht hat, was für mächtige Männer. Und woher nehmen wir uns dann das Recht heraus, meine lieben Geschwister, ja, vor dem König aller Könige so schlampig zu treten, als wäre er nichts. Stellt euch doch einmal Sodom und Gomorra vor, was da passiert ist. Da hat Jesus Christus Sodom und Gomorra mit Feuer zerstört. Oder als er die Sintflut kommen lassen hat. Was ist da passiert? Fragen wir uns das überhaupt? Setzen wir uns überhaupt hin und machen uns ernsthaft darüber Gedanken? Was ist damals passiert? Wie grausam muss das gewesen sein? Und das war genau der Jesus, zu dem dann immer alle sagen, ach, der hat mich doch lieb und alles hippie, hippie, hippie. Das ist aber nicht so. Und wir sprechen hier von demselben Jesus, der heute gar nicht mehr ernst genommen wird, der verniedlicht wird. Dieser Jesus hat ein ganzes Heer von Soldaten abgeschlachtet. Genau dieser Jesus, Sodom und Gomorra vernichtet. Natürlich liebt uns der Vater. Keine Frage. Und da bin ich auch froh drüber und frage mich auch ganz, ganz oft, wie kann das sein? Ja, wie kann man mich lieb haben, der so ein ekliges Herz hat? Aber Gott liebt uns halt. Er ist so gnädig. Er vergibt uns. Damit dürfen wir nicht spielen, meine lieben Geschwister. Und glaubt mir, ich muss mir das jeden Tag selber sagen. An diesem Ort, an dem ich gewesen bin in meinem Traum, das war der schlimmste Ort gewesen, an dem ich jemals gewesen bin. Das kann man nicht mit Worten beschreiben. Aber der Herr hat mir da, wie gesagt, klar gemacht, wie wichtig das ist, zu vergeben. Wie wichtig das ist, niemanden zu richten und zu verurteilen. Beleidigen schon mal gar nicht. Egal, ob da jetzt ein Bruder ist oder eine Schwester, die was anders verstanden haben als ich. Wenn das Fundament doch dasselbe ist, dann will ich mich mit denen doch nicht in die Haare kriegen. Heute bist du ja schon ein Irrlehrer, weil du glaubst, du wirst vorher entrückt. Dann sagt man ja schon, du hast nicht den Heiligen Geist. Leute, die so wandeln in ihrem Leben, alle verurteilen, hier Irrlehrer, das Irrlehrer. Leute, die so etwas sagen, die haben sich das Formular zur Hölle eigentlich schon selbst ausgefüllt. Wisst ihr, ich habe eine große Furcht vor diesem Begriff Irrlehrer. Und die ganzen Leute, die immer sagen, andere sind Irrlehrer, sind die größten, allergrößten Irrlehrer. Und das kann man sofort dingfest machen. Einfach anhand der Bibel aufschlagen, das Verhalten der Christen anschauen und dann sieht man das schon in der Bibel, was das für Christen eigentlich sind. Dass wir nicht in die ewige Verdammnis wandern. Durch unseren Wandel, den wir hier ja so an den Tag manchmal legen. Wir können von jetzt auf gleich einfach so umkippen. Ist es das dann alles wert? Diese Kommentare, die wir schreiben, diese E-Mails, die wir versenden, diese Worte, die wir zu unseren Mitmenschen sagen, die Gedanken, die wir haben, ist es das alles wert? Meine lieben Geschwister, wart ihr schon mal in einem Hospiz drinnen oder auf einer Palliativstation, wo Menschen im Sterben liegen? Stellt euch mal bitte vor, und ich bitte euch, ich meine das wirklich ernst, stellt euch mal vor, ihr seid ganz, ganz schwach, habt keine Kraft mehr. Und ihr schaut dem Tod ins Auge. Und dann stellt euch mal vor, ihr wisst, ihr habt nur noch 2 Tage zu leben. Ihr wisst, dann kommt die Zeit. Dann kommt die Zeit, an dem ihr, ja, aufrecht vor Jesus stehen müsst. Ich habe große Angst, weil ich weiß, dass diese Zeit kommen wird. Weil was mache ich, wenn der Herr mich dann fragen wird, Markus, was war deine Motivation? Warum hast du das und das gemacht? War deine Motivation wirklich, mich zu verherrlichen oder dich zu verherrlichen? Warum hast du da und da nicht vergeben? Warum hast du da und da nicht mehr geliebt? Warum hast du hier und dort verurteilt und gerichtet, wobei du doch selbst kein Stück besser bist? Warum hast du versucht, bei anderen eine falsche Lehre zu suchen, anstatt das Kreuz und das Evangelium zu predigen, damit Menschen errettet werden? Was mache ich dann? Was machen wir dann? Meine Lieben, wenn wir wissen, übermorgen sind wir tot, wollen wir dann wirklich auf dem Sterbebett liegen? Ja, und uns ganz unsicher sein, wo wir jetzt hinkommen? Jetzt können wir alle unseren Mund groß auftun und sagen, ach, von dir lasse ich mir mein Heil aber nicht absprechen. Warte mal ab, wenn du im Sterben liegst, dann wirst du ganz, ganz anders über solche Dinge denken. Denn dann wird dir ganz genau bewusst werden, was du eigentlich so in deinem Leben gemacht hast. Ich bin da kein Stück besser, aber ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, ich will es versuchen. Wie schön das wäre, wenn der Herr nur einmal zu mir sagen würde, Markus,
Du hast dein Herz nach meinem Herzen. Und ich weiß, dass mein Herz ganz weit weg ist von dem Herzen des Herrn. Aber ich will da unbedingt hinkommen. Ich möchte einfach, dass wir nachdenken. Und einfach, dass wir einfach mal schauen, ja, und unsere Herzen überprüfen. Sind wir wirklich in Christus? Das, was wir tun, das, was wir leben, das, was wir sagen, das, was wir denken, ist es wirklich das, was Jesus unterschreiben würde? Lasst uns darüber nachdenken. Und lasst uns nicht bloß glauben, wir wären im Glauben. Lasst uns im Glauben sein. Und zwar fest im Glauben. Meine lieben, wunderbaren und heiligen, von Gott geliebten Geschwister. Ich liebe euch. Gottes Segen. Shalom.